be no shoes. Use all he walk crazy soon. Kaho, need a holy tomorrow. Get a kitty. Come de mo figio. So Leute, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Jetzt hört ihr uns auch. Hallo, gönn mir doch auch was. Ja. Wir machen diese Woche jetzt noch die letzten Monster. Wir machen die jetzt einfach über den Kai. Also er nimmt die ganzen Questen an und wir wollen jetzt ganz schnell die Monster durchwaschen. Das hat einen bestimmten Grund, dass ich das jetzt so mache, statt wie davor. Weil demnächst kommt Monster Hunter Stories und das will ich halt darauf folgend machen. Und Kai war hiermit auch einverstanden, dass wir das jetzt so machen. Hey, das sind Rangpunkte für mich. Ist immer lustig. Und die Viecher sind spaßig zu jagen. Mann, jetzt sammeln die scheiß Raupe ein. Ja. Also, wir machen jetzt alle 5 Drachenältesten, die es offenbar noch gibt. Ich hole eben kurz den Feuerkäfer. Du sammel ein, was du nicht lassen kannst. Ich glaube, ich hole vielleicht sogar noch den Donnerkäfer. Weil der soll ja auch gut sein. Und vergiss nicht, dass es auch noch den Fotowettbewerb gibt, ne? Aber wenn du schon da hinten rumeierst, kannst du direkt den Gärhasen mitnehmen. Ja, ich nehme halt gerade die Käfer mit, die nützlich sind. Aber für die, die sich jetzt hier fragen, ist das Projekt damit zu Ende? Nein, nicht bedingt. Wenn Gerang noch kommt, dann machen wir die natürlich auch noch, die Questen. Aber ich will jetzt halt Monster Hunter vorziehen wegen Monster Hunter Stories, was jetzt demnächst rauskommt. Ich hoffe, ich kriege ein cooles Foto von dem dahin. Ich merke gerade, ich habe eine Kackwaffe. Ich hab die mit der doofen Spezialmunition, wo ich mich erst so hinlegen muss. Fies! Ah, ich hab Dämon, merke ich gerade. Hier. Danke fürs Brüllen. Hätte ich doch nur meine andere Rüstung. Bei der juckt das nicht. Oh, Foto, Foto, Foto! Nein! Das wäre so ein geiles Foto gewesen. Da war zu viel Wind. Treff von hier aus noch. Oh, hi. Ich mache mit Lähmung tatsächlich genau 0 Schaden. Hui! Ich habe perfekt getroffen und 0 Schaden gemacht. Jetzt habe ich einen gemacht. Also ich bin es gewohnt, dass diese Spezialmunition immer kaum Schaden machen. Aber ich erwarte zumindest einen Punkt Schaden. So, jetzt aber. Jetzt aber. Nein, das ist scheiße geworden. Ich habe nicht mal nachgeguckt, wie das in den Kommentaren aussieht bei dem letzten Fotowettbewerb. Ich meine, da hast du gewonnen bei dem Nava. Das ist schön. Beim Baselgusas habe ich gewonnen, aber auch nur ganz knapp. Aber bei den Nava hattest du... ich hatte nur einen, der mich da verteidigt hat. Also euch zeigen wir ja nicht, von wem welches Foto ist, aber ihr könnt euch das hin und wieder denken, welches von mir ist. Das merkt man schön am Schnitt. Ich versuche es schon extra rauszuschneiden. Der Schnitt macht es nur noch offensichtlicher, wo du das Foto gesetzt hast. Eben, also egal wie sie sich wende, bei mir wisst ihr halt stets, welches Bild von mir ist.
Aber beim Nava, da hast du mich so in die Tasche gesteckt vom Foto her. Das war auch nicht einfach. Ich wollte auch so ein Foto machen wie du, aber irgendwie hat es nicht so gut geklappt. Ich habe das wie ein paar Dutzend Mal gejagt, weil ich reichlich Material brauchte. Warte mal, funktioniert Lähmung bei dem überhaupt? Ich sollte das vielleicht nicht gucken, während der im Raum ist. Oder ich sollte mich zumindest in Sicherheit begeben. Ich will nur kurz gucken. Ich kann nicht gucken, du musst gucken. Welche Statusanomalien bringen bei dem was? Gehst nur recht bedingt, das macht viel Schaden, aber die... Ich habe meinen Job erfüllt! Aber es dauert eine Weile, es aufzubringen. Beim Rest weiß ich auf dem Kopf. Ich habe übrigens die ultimativen Spitzenfähigkeiten in dieser Rüstung geballert. Also ich habe einen Schnelllader, ich habe hier diesen Ultralader, dass ich schneller aufladen kann, dass ich schneller nachladen kann, halt all dies. Und ich bin auch stolz drauf. Da kam was in mein Gesicht geflogen. Zuallererst das. Dann das. Und dann hoffentlich überleben. Aus der Luft geprügelt. So, ich versuche ihn einschlafen zu lassen. Bitte weck ihn dann nicht. Ich werde es versuchen. Kannst du nichts garantieren, wenn ich in der Elan-Kombo stehe. Ich prüge schon jedes Mal meine Katzen, wenn sie den wecken. Nein, er ist einem ausgewichen. Komm, nach Rücklein zu. Aber wenn er diesen Sturm macht, dann bringen meine Attacken nichts mehr. Der kann mit dem schwarzen Sturm, kann der Geschosse umleiten. Er hat den noch drauf, ne? Ja. Dann schieße ich lieber Dämon auf dich. Verdammt, ich habe daneben geschossen. Halt still! Danke. Mit dem Sturm kannst du ein bisschen umgehen, indem du die Giftmesser benutzt, die in der Kiste waren. Ich konnte leider nur 5 mitnehmen. Ja, ich habe die anderen 5. 3 von meinen habe ich schon verschossen für die erste Giftdröhnung. So, da unten ist er, ich schieß von hier oben. Oh, er hat immer noch den Effekt drauf. Ah, und ich habe den dämlichen Fisch getroffen. Ich habe keine Kunais mehr. Der leuchtet so schön, der Fisch. Oh nee, das ist eine Katze. Das ist meine Katze in ihrer Rüstung. Au. Kriege ich jetzt mittlerweile. Das wäre ein schönes Foto gewesen. Nee, ich treffe immer noch nicht. Ich glaube, das ist der schlimmste Gegner für einen Schützen, den es gibt, oder? Es gibt wenig, was schlimmer ist als Geschosse umleiten. Nein, ich hätte von einem anderen Winkel. Ich habe nur noch ein Foto zur Verfügung. Ich habe nicht eins bisher geschossen. Komm, gib ihm den Revierkampf, Bibi. Na, schade, kein Revierkampf. Hallo. Wäre auch so schön gewesen. Er kann halt meine kompletten Geschosse umleiten. Das ist nervig. Obwohl, ich glaube, auch nur beim Hauptkörper. Also wenn ich woanders als im Kopf treffe, dann funktioniert es. Weißt du, ich habe gerade alles T-Rex-Zeug verkauft. Außer die scheiß Schädeldecke. Das ist ein neues. Wo habe ich Schnitt? Ja. Ich glaube, das war der Kopf. Das war der Schweif. Ein Schnitt ist so eine schöne Munition. Wenn da kein fetter T-Rex im Weg ist.
ist das Nervige am Daora, der braucht unwahrscheinlich Glück, um irgendwie irgendwas abzutrennen. Also ich kann ja perfekt draufziehen. In der Hinsicht habe ich weniger ein Problem. Die Hitpunkte sind so klein da, wo ich treffen kann mit dem Schnitt. Oh, guck mal, gut nach. Warte, Bomben. Wollen wir sprengen? Hier zwischen Kopf und Flügel, ne? Ja, zwischen Kopf und Flügel. So, warte, ich habe Streuung, damit jage ich es hoch. Jupp, ich sammle in der Zwischenzeit die restlichen Materialien hier ein. Ich glaube, das hat wehgetan. Ja, das sieht zumindest so aus. Hat aber nicht mal irgendwas gebrochen. Aber dabei hat es so viel Schaden gemacht. So viel saftigen Schaden. Warum kann ich nur gerade ausschießen mit der Scheißknarre? Der Spezialfähigkeit. Ich mag die andere mehr. Warte auf den Moment, wo er dich wieder so hoch schlägt. Damit dem Tornado treffen will. Das ist doch ein schönes Foto dann. Kam denn die Explosion her? Musstest du mich wieder wegschlägen? Habe ich dich schon wieder hochgejagt? Ja, da lag irgendwie so eine Sprengladung auf dem Boden, in die bin ich reingelaufen, weil ich sie nicht gesehen habe. Es tut mir leid. Ich muss dich sprechen. Du siehst den da oben zu ähnlich. Kann gar nicht sein. Meine Rüstung. Meine Deko-Rüstung ist die von dem letzten Drachenältesten. Hallo, wo willst du hin? Er hat dir erlaubt abzuhauen. Warum laufen, wenn man sich porten kann? Weil ich unterwegs die Irrlitze einsammle. Ich nutze die Abkürzung und nehme die Nebelschnecke mit. Da, ich mein Schneckchen. Ich? Ach, ich vergesse dauernd, wo die Teile rumliegen, wo die Viecher sitzen. Komm, Ausdauer. Oh, hier war noch ein Flämmling. Also Sprengung tut ihm auch weh. Du gut. Hast dich den da. Oh, hi, Magner. Das kann lustig werden. Komm, geh in den Revierkampf. Sehr schön. Kamera, Kamera, Kamera. Oh. Au! Die haben mich getroffen. Aua. Da war auf einmal so zwei Viecher in meinem Gesicht. Das letzte Bild ist literally 2 Sekunden vor dem Einschlag in meinem Gesicht entstanden. Ich hab eins, wo sie immer zu mir auf dem Weg sind. So nach dem Motto, wir schlagen dich jetzt K.O. Sind auf dem Weg. Also mit der Schnittmunition treffe ich aber auch die ganze Zeit perfekt seinen Schweif. Na gut, jetzt habe ich nicht getroffen. Ich habe es gejinxt. Vor allem, wenn der so liegt, treffe ich das richtig gut. So habe ich eigentlich Fallen dabei. Die funktionieren bei dem doch eh nicht. Ach hier, Luke. Den letzten Lähmungsschuss hast du nicht ihn getroffen, sondern den so ein Vespoiden, der lag hier irgendwo in der Gegend gelähmt. Bei mir habe ich ihn getroffen. Bevor der Magna Malo aufgetaucht ist, meinte ich, da hast du auch schon einen Lähmungsschuss da. Das hat nicht den Daora erwischt, das hat irgendein Insekt getroffen. Boah, nee, das war kein Lähmungsschuss, das war ein Donnerschuss. Der lag einfach so gestand auf dem Boden. Zumindest im Gesicht.
Das waren die Flügel. Ich würde mich ja mehr um den Schweif kümmern, aber das kann ich nur jedes Mal, wenn der liegt. Man braucht die Detonationsmonde, um die lang zu platzen. Hab ich getroffen? Ja, ich habe seinen Flügel leicht erwischt. Die wollte ich aber eigentlich gar nicht. Hör doch auf zu. Hui, ich fliege! Komm! Was habe ich getroffen? Ich sehe es nicht. Deine Hand. Und einer habe ich gerade ins Nichts geschossen, warum auch immer. Du willst unbedingt Knallbuben ins Gesicht, ne? Na gut, dann halt still. Ich habe gesagt, halt still! Ich habe genau an ihm vorbeigezielt. So, weg mit dem Schwanz. Passiert ist er schon mal. Es wäre jetzt so lustig, würde ich ihm damit versprechen. Er hätte nämlich gerade noch so Schnittmunition an ihm dran. So, Abkürzung! Die Abkürzung muss sein! So. Da verbeute ich mich nicht darüber in das Lager, dann kletter ich lieber über die Wand. Ich bin zu voll. Ich habe noch eine silberne Blitzbombe. Warum benutze ich die nie? Weil ich auch noch zwei Stück im Inventar habe, weil ich sie jedes Mal vergesse. Das sind simple, die kann man ruhig rauswerfen. Und hier! Okay, Schnitt will ich jetzt nicht verwenden. Ab zur Perforier-Munition. Auch wenn da nicht viel zu perforieren ist. Ich müsste von vorne treffen, das macht den meisten Schaden. Pass auf. Au! Das ist so ziemlich der Ultimo von denen. Der tut immer weh. Der tut gerne mal weh. Ja, hab ich gemerkt. Du musst tatsächlich das super Ausweichen benutzen. Ach so, nebenbei, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. Die Apex-Viecher, die machen wir nicht, weil das vom Prinzip her eigentlich nur stärkere Versionen von den davorherigen Monstern sind. Ich weiß, sie haben andere Technik noch mit drauf, aber es sind halt, wie gesagt, trotzdem nur stärkere Versionen. Also es ist so, als würden wir dasselbe Vieh nochmal bekämpfen. Und das habe ich schon dreimal mit dem Mitsune gemacht. Nein! Bin ich jetzt Fotoherdin? Ein Gerhard ist weg. Er wollte nicht mehr. Geil. So, fall doch wenigstens runter. Habe ich auch gedacht. Fall doch wenigstens. Wieso fliegst du noch? Jedes andere Monster wäre vom Himmel gefallen. Aber du fliegst weiter. Wow. Das sah der schon cool aus bei mir gerade. Autsch. Der war eng. Aua. Wie oft noch? Ich will das nicht. Verstehst du keine klare Anweisung, Daora? Da fliegt schon wieder etwas. Ich hab's heute mit dem Fliegen. Jetzt lass mich weg! Er hat ja gerade massiv mit mir gekuschelt. Hat man gar nicht gesehen. Au. Der hat mich nur weggelassen. Das Dumme ist, ich kann die Schützen vorbereiteten Dangos nicht futtern. Na dann, dann so. Komme ich. Ich würde mal sagen, das war der Kopf. Yep, das waren seine Hörner. Ich komme. Hallo, lauf nach oben. Nicht zur Seite. Durch das Brechen der Hörner ist seine Windkontrolle jetzt auch eingeschränkt. Jetzt dürfte er den schwarzen Wind nicht mehr machen können.
Treffe ich eigentlich auch von hier oben? Laut Anzeige ja. Aber bei weitem nicht so stark. Hallo, ich treffe dich auch da noch. Oh, dann einmal darüber. Wieso ich schon wieder hochrutschen kann, verstehe einer. Also ich verstehe es nicht. Wieso kann ich den Berg raufrutschen? Noch mehr Erlitzer. Jo, ich laufe auch den Weg. Keine Sorge. Ich hole mir sogar den Donnerkäfer hier nochmal. Nee, ich habe mich diesmal geportet. Ich habe nur unterwegs noch ein paar Erlitzer eingesammelt. Au. Aura, ich habe ein Geschenk für dich. Habe ich getroffen? Nein. Definitiv nein. Aua. Er ist ja schon knapp vom Ende. Ja, kann ich quatschen, doch. Aber er ist nicht so stark. Es oh. Liegt. Nein, weil er so hoch gesprungen ist, hat mein Schuss nicht getroffen. Warte, ich benutze mal kurz die Perforiermunition. Perforieren Donner, die einfach überhaupt nichts bringen. Warum ist die Perforier-Elementversion eigentlich immer so scheiße? Keine Ahnung, ich spiele kein Schützer. Weißt du, die normale Perforier-Munition kann 10-mal treffen und die Elementversion nur 3-mal. Wahrscheinlich, weil sie sonst zu broken wäre. Die Viecher selbst sind doch zu broken. Schade, ich dachte, ich sehe dich wieder fliegen. Das wäre schön gewesen. Wäre auch das schönste Foto gewesen. Warum machst du mir nicht so ein Geschenk? Vielleicht ein Fotowettbewerb noch mal gewinnen will. Aber gönn mir dieses Geschenk. Du hast doch letztens gewonnen beim Lava. Ja und? Oh, jetzt ist tot. Gut, nicht mehr. Oh. Vier haben wir noch vor uns. Ja, Leute. Das war's mit dieser Folge. Beim nächsten Mal gibt's einen anderen Drachenältesten. Ich gucke, dass ich die Videos hierzu jetzt alle diese Woche raushaue. Deswegen nehmen wir die Videos auch alle am Stück jetzt auf. Und du kriegst meine Giftbombe ab. Ja. Scheiß auf die Giftkröte.